Zurück bei Radio Andernach, nach guten Morgen Afghanistan. Eigentlich bin ich mal zum Radio gegangen, ja, weil ich jetzt nicht so das fotogene Bild bin. Jetzt rennen mir die Leute schon die Bude ein. Ich glaube allerdings nicht, dass es an mir liegt so wirklich. Ja, ich glaube eher, dass es mein Interviewgast ist und auf den, da wird wahrscheinlich meine Frau ziemlich neidisch sein, wenn sie jetzt hört, dass ich Till Schweiger bei mir im Studio habe. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Erstmal, wie war denn die Reise bis hierher? Die Reise war eigentlich viel angenehmer als gedacht, weil wir haben dann erst an Bord festgestellt, dass es kein Alkohol gibt, der Flieger, kein Bordprogramm, kein Kino. Oh. Wir haben verzweifelt die Business Class gesucht. Ja, der Flug, der ging viel schneller vorbei, als wir gedacht haben. Und dann waren wir gestern in Termis und dann haben wir gestern schon den Film mal gezeigt. Das war die Idee von einem anderen Soldaten, der da immer die Kohle hinbringt für die Jungs. Mhm. Und der sagte hier in Termis, die kriegen von so Veranstaltungen nie was mit, weil die Leute immer nur durchfliegen. Ja. Lass uns doch mal checken, ob die nicht Bock haben da drauf. Die sind alle ganz eifersüchtig. Verbraucht. Also ich bin hergekommen, weil ich den deutschen Soldaten den Film zeigen will, den ich gemacht habe. Den neuen Film Schutzengel. Der hat auch schon ein bisschen so einen soldatischen Hintergrund. Und ich bin mit dem Ralf Möller befreundet. Der hat mir was erzählt damals so hier vom, von seinem Aufenthalt. Und hat gesagt, ey, das ist echt wichtig, mach das. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, I'm coming. Ich bin überrascht, wie warmherzig man aufgenommen worden ist hier von den Soldaten und das Gefühl hat, dass sie sich freuen. Das hat auch ganz viele zu mir gesagt, so, dass sie das geil finden, dass wir gekommen sind und dass wir uns die Mühe gemacht haben, hierher zu fahren. Und ich habe heute eigentlich den ganzen Tag nur wahnsinnig nette Menschen kennengelernt. Und da ist auch Burger King und Pizza Hut. Also das habe ich gedacht, ich träume, als ich das gesehen habe. Das ist auch in der Regel das, was bei den Amerikanern als zweites steht. Als erstes steht ein Panzer und sichert und das zweite ist dann Burger King. Ja? Damals, als ich bei der Bundeswehr war, 83, da war Krieg eigentlich was völlig Irreales. Also das war überhaupt nicht auf dem Plan irgendwie. Und hier ist es real. Wenn sie rausgehen, sind sie eigentlich im Krieg. Ja, das ist schon ganz besonderes Gefühl, so was man, glaube ich, als Zivilist, wie die meisten von uns sind, so überhaupt nicht erlebt. Ich meine, man kann sich ja nicht vorstellen, was wie so ein Tag hier abläuft oder was ein Soldat leistet, der, selbst wenn er einfach hier nur im Camp ist. Wie jeder Einzelne das verarbeitet, wenn er zurückkommt nach 6 Monaten, wissend, dass zu Hause Frau und Kinder auf ihn warten. Das den Kindern zu erklären, dass der Papa irgendwo hingeht, wo es eben auch böse Leute gibt oder so, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss ziemlich heftig sein. So.